Hallo und herzlich willkommen bei Black Desert Online. Hier sind wir zu Gast beim Koja, mit dem Koja. Oh Mann, und ich bin schon wieder weggeritten. Servus. Zu Beginn einer jeden Folge muss der Helm erstmal aus dem Bild rennen. Das ist einfach. Das ist wie ein Schlag am Anfang bei Ark. Ja? Schwer. Dass ich jedem neben mir eine Ohrwatschen verteile bei Ark und hier wird der Helm, der haut immer ab. Ach, ja. Ja, wir haben, wie ihr seht, wir haben wieder Land unter den Füßen, wieder festen Boden. Wir machen uns jetzt auf zur nächsten Quest nach Heidel und müssen dort mit irgendeinem Kirkray oder wie der heißt. Ich kann es gerade gar nicht richtig lesen. Na dann. Kirkray, okay, dann gib mal Gummi. Kirkray. Ja, ich okay. Bin vor dir. Ja. Bin gespannt, ob du mich einholst, aber ich fürchte schon. Natürlich, ich trabe normal daher, wenn ich jetzt sprinte. Warte mal, ich werde mal sprinten. Ja, mach mal. Geht nicht, man kann nicht sprinten mit dem Karren. Wie? Wir sehen uns. Du hol dich doch gleich. Was? Du holst mich? Nein. Ja, natürlich. Der lahm Esel. Ich befahre dich. Komm her. Er guckt sich schon um. Er guckt sich schon um. Weg hier. Hier, mitten durch. Nein. So. Ja, so. Erst hat er gelästert. Jetzt weint er. So sieht's aus. Jetzt weint er bitterlich. Ja. Streng dich ab, dass er wenigstens ginge. Du kannst ja einfach durch mich durch. Kann ich denn auch Feinde überfahren mit meiner Kutsche? Das wäre einfaches Level. Dass du nicht hängen bleibst mit dem Ding. Oh, Heidelberg. Kommst wahrscheinlich nicht durchs Tor. Ach, ich bin tot. Muss hier anhalten. Moment. Genau, anhalten. Mein Esel will aber auch noch jetzt absteigen. Absteigen. Oh, genau. So, okay. So. Gucken wir mal. Mit wem denn jetzt? Mit der Wache? Nee, hier, der Pfosten. Mit dem Hirsch hier müssen wir wieder reden. Der Herr Pfosten. Er kennt das Oberhaupt Bertolli und dann eine neue Quest für uns. Enrico Mancini, der Hauptmann der Heidelwache. Hast du die? Sofort. Hat er noch eine Quest? Nee. Heidelwache, haben wir schon. Ja, trefft Enrico. Enrico! Enrico Palazzo, kennst du den? Machen wir. Was, wen? Enrico Palazzo. Enrico Palazzo? Ja. Wieder nicht in meiner Generation. Doch, auf jeden Fall, Enrico Palazzo. Sag jetzt nicht woher. Okay. Wenn es einer weiß, schreibt das unter Video. Woher kennt ihr Enrico Palazzo? Ich würde jetzt auch behaupten, dass mir das bekannt vorkommt, aber ich krieg's. Das will ich aber jetzt nicht verraten. Sonst bin ich gespannt, ob es einer weiß. Aha. Irgendwie habe ich, glaube ich, wieder die Laterneneffekte der anderen an, wenn ich das so sehe. Bist du denn noch vor mir? Egal. Ach nee, du bist weit hinter mir. Ich renne einfach. Weit hinterher. Hinter dir. Ich sehe dich noch am Horizont. Ein schwarzer Punkt am Horizont. Alter, Platz da. Wupp, durch. Nicht schlecht. Dein Stealth-Esel. Ach, er kann abkürzen. Das kann ich natürlich nicht. Da bleibe ich überall hängen. Oh, bleib auch hängen. Scheiße. Ah, siehst du, das hast du davon. Das hast du davon. Scheiße. Hat sich dein Apollo 13 das Bein gebrochen. Apollo 13, gar nicht über die Bahngleise. So. Kann ich die Sicht auch ein bisschen verändern? Ihr könnt schon reinscrollen, ja. Es irritiert nur, dass ich immer nur links vom Pferd. Also, ist ein englischer Wagen. Ich sitze nämlich auf der. Sitz auf der rechten Seite. So, hier hätte ich zwei Quests im Boden, wenn ich das richtig deute. Einmal da hinten den. Ich auch. Bärmann und komm, da ist der. Hier, einmal. Ist der überhaupt, mit dem wir reden sollen? Ne, natürlich nicht. Der ist noch viel weiter weg. Aber der hat Quest, ne? Der hat eine Quest bei dir. Ja, beide haben eine Quest. Der Bärmann hat eine Quest und der Resto. Da bin ich auch sehr zufrieden, dass das mal wieder Resto passt. Fonti. Da hätte ich den ganzen Weg durchs Gebirge gekommen, selbstverständlich. Mann. Sucht ihr nach Arbeit. Heidel besiegt. Was? Hof an. Ich hab da unten Heidel besiegt, das ist aber nur Reden. Und da oben sucht ihr nach Arbeit. Quest. Da. Ich hab einen. Hof Alejandro. Alejandro im Westen, zum Hof Alejandro, Alejandro sollen wir. Ja, den haben wir.
Den habe ich. So, und jetzt gehen wir zu dem nächsten. Unten hat er noch zwei, Konversationen, die wir führen können. Hast du die gemacht? Nein. Warte, soll ich die machen? App. Ja, würde ich sagen. Information benötigt 3 Energie, ne? Genau. Eine hat er bei mir. Mach mal. Eine besiegt. Wir haben 2. Sucht ihr nach Arbeit, war da noch. Egal. Sucht ihr nach Arbeit? Oh, stimmt, hat er auch, ja. Okay. So. So, und dann hier. Er ist fürs Kochen zuständig. Heidel ist nicht weit. Haben immer frische Zutaten. Modernes Kochen. Gibt's noch eine Konversation? Machen wir auch. So. West helft dem Hof Alejandro. Einmal. Ja. Und der absolut nervigste Piepmatz. What? Hätte ich. Oh, wo hast du den jetzt her, den absolut nervigsten Piepmatz? Hier beim anderen. Ich bin beim Bärmann. Ah, beim Bärmann. Bärmann, so, ja. Bärmann. Mehr. Ne? Ja. Genau. Und dann nochmal den Hof Alejandro. Ja, dann machen wir Hof zweimal Alejandro. Quasi. Insofern müssen wir zweimal zum Hof Alejandro. Dann, das ist ja richtig perfekt. Lohnt. Dann sollte man das eigentlich anpeilen, sozusagen. Und den nervigen Piepmatz nehmen wir auch mit, wenn wir schon hier sind, oder? Ja, natürlich nehmen wir den mit. Natürlich nehmen wir den mit. Jetzt ist die Frage, machen wir erst den Hof oder machen wir erst die Stadt Heidel? Hier unten hätte ich noch eine Konversation, modernes Kochen. Ja, die habe ich auch schon geführt. Aha, siehst du? Okay, gut. Dann, Gott, ist hier voll. Wo ist mein Bus? Texas Apollo 13, wo bist du? Apollo 13, da. Apollo 13. So. Oh, oh. Okay. Apollo 13, machen wir Hof Alejandro an? Alejandro. Ja, komm, deine Kutsche wirst du ja wohl sehen. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ist das meine? Ja, natürlich, die Schütze. Ich will nicht mit dem Dorfbewohner quatschen. Geht weg, ihr Lumpen, von meiner schönen Kutsche. So, und dann muss ich mal Hof Alejandro. Ich hab mal die Hälfte dem Hof Alejandro töte Käfer. Habe ich mal aktiviert, diese Quest. Schön. Ich habe nämlich den anderen aktiviert. Okay, Wegfindung. So, jetzt aber. Ja, dann. Links abbiegen. Geben Sie Gas, Grete. Jetzt nee, Apollo links 13. Abbiegen. Ich weiß, I know it. Aber da vorne ist im so Straßenverlauf lange folgen. 500 Meter folgen. So eine Kutsche mit Navi, das wär's doch, oder? Ja, und die sitzt eindeutig auf der rechten Seite. Also sehr irritierend. Sehr irritierend, ja. Ja, das oh, guck mal, Käfer. Okay, mach das mal, eben. Überfahr ihn. Warte, ich helf mit. Ich will mithelfen. Sag das doch. Da ist doch noch einer, warte. Also es sind so viele, ich reite. Fuck. Dazu. Ich reite dir zu Hilfe. Kann ich irgendwie mit. Zu Hilfe. Kann ich irgendwie, während des Reitens kämpfen? Ich glaube nicht. Was? Oh, alle Käfer vernichtend geschlagen. Alle Käfer vernichtend geschlagen. Jetzt müssen wir noch Kuckucksvögel töten. Kuckucksvögel? Ne, Kuckuckvögel hier, da. Kuckuck. Ja, happy, ich fahr mal hier rauf. So, Tag, absteigen. Ganz unauffällig fahr ich mit der gesamten Kutsche hier hoch. Große Frage. Gibt's was zu looten? Der Kuckucksvogel, die sind dood. Die sind dood. Einer hat sie erschlagen. Hat sie zerlegt. Das Ding ist, dass die Käfer. Hier beißt mich wer, eine Biene oder so. Ja, genau. Was denn? Ist aber nicht nett. Die Bienen sind sehr aggressiv. Die tun sogar weh ein bisschen. Aber hier wir brauchen ist ein Bienenstock. Die. Ja, die müssen wir später auch noch machen. Das ist, gleich die. Hier ist ein Vogel. Hier. Ich eile beim Ei, hier, beim da hinten. Ah. Wieder ein Kuckucksvogel gewesen. Kuckucksvogel. Das ist ein Käfer. Das ist ein Kuckucksvogelnest. Ja, einen Vogel habe ich gehabt. Einen leider nur. Ah, diese scheiß Biene. Das ist ja furchtbar. Das nervt ja richtig. Ja, die Kuckucksvögel. Ich glaube, die werden schon noch eine Nummer für sich. Ich sehe einen. Warte, ich eile. Komm her, das ist aus wie ein Pelikan, ein Kuckucksvogel. Hab ihn. Bist du in meiner Nähe gewesen? Ja, schon, aber der hat nicht gezählt für uns, glaube ich. Da ist noch einer.
Doch. Hat gezählt. Ich nehme den anderen da oben. Hab ihn. Nächster. So. Und da ist noch einer. Jawohl. Wie war das? So. Und der hier auch noch. Wir müssen aber noch was über Kuckucksvögel erfahren. Da ist nämlich noch die Quest. Der absolut nervigste Vogel. Erfahrt etwas über diese Vögel. Steht da noch immer bei mir. Achso, dann musst du bestimmt massenweise davon schlachten. Wahrscheinlich müssen wir jetzt grob 1000 bis 3000 davon töten. Naja, wer steht denn da? Weiß nicht. Ja, den müssen wir mehr umhauen. Ich schätze das über den Gobos. So ist es. Fürchte ich auch. Was leuchten da unten? Freund. Ich habe Freundschaftsanfragen. Ach du Gott. Iron Blood hat mir den Freundschaftsanfrage geschickt. Moment. Okay. Netzelvögel. Ich glaube, das habe ich schon angenommen, oder? Weiß es gar nicht, oder? Ach so, es war eine Nachricht. Ja, hi Iron Blood. Aber hier, während der Aufnahme kann ich nicht chatten. Ist schwierig. So, ich habe jetzt noch einen Vogel, ja, aber... Ich hab schon B. Was, schon B? Du bist wieder am Streben hier. Ist ja unglaublich. Natürlich. Komm mit. Bau die Bienen. Du kommst mit. Ist noch ein Vogel? Komm her, du. Weg, weg. Ey, also. Das sind Dodros. Ja, haben gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Da sind schon wieder diese Steine. Scheiß Fliegen. Bienen. Oh ja. Bumm. Oh, den hat's direkt zerrissen, den armen Dodo. Die Bienen können dezent nerven. Vogel! Da ist noch ein Vogel! Ein Esel! Hm? Ein Esel! Ach, das ist deiner. Ich glaube, wir brauchen sehr viele. Ja, aber hier sind auch sehr viele. Es geht an für sich relativ schnell. Ja, schon, aber... Hast du schon eine Stufe? Also wäre mir nicht bewusst gewesen. Bin hier ein Schaf. Oh, Reittierhandhabung. Oh. Was? Oh. Oh. Hier sind irgendwelche. Oh. Was? Mach mal weg. Ich hab ein Schaf. Ich weiß nicht, was. Ja, komm mit. Bring es mit. Ich hau die Bienen weg. Mach jemand ein Schaf? Ich hab hier da. Ich hab immer mehr Bienen. Ich hab da eins übrig. Ja, das ist sehr gut. Steck's bei mir in den Wagen. Ja, okay, mach ich. Nimm mit. Was machst du jetzt mit dem Schaf? Ja, das kommt mit. Das kommt auf unseren Hof. Das gibt ein Festmahl. Trägt ihr auf einmal ein Schaf? Ja. Gott, mein. Hier oben ist der Wagen. Gib mal hier rüber, dann werde ich. Hier ist noch der Vogel, den werde ich verbimsen. Ich glaube, ich werde gerade angebimst. Oh, Thomas, komm hier rüber. Ja, bist du auch. Und was mache ich jetzt mit dem Schaf? Hinstellen. Stell mal hin. Ja, bitte? Wie hebe ich es hoch? Oh, weg. Nee, da ist es. Da ist es doch. Und jetzt? Wie hebe ich es hoch? Er. Nee, ist jetzt dein Schaf. Ist jetzt mein Schaf. Ja, anscheinend. Ja, ist dein Schaf. Kann ich jetzt leider nicht. Kannst es freilassen oder so. Ich kann ehrlich gesagt auch nicht. Oder pack's in den Esel. Versuch's mal in den Esel zu packen, dann würde ich ja lachen. Ich kann. Das macht nichts mehr. Schaf? Ich kann es nicht mehr nehmen. Das Schaf ist jetzt glücklich. Ehrlich? Ja. Jetzt läuft es wieder weg. Jetzt wieder ab? Ihr Lieben. Jetzt kann ich es wieder nehmen. Ja, jetzt hast du's. Jetzt hast du's. Komm her. So. Hepp. Hepp. Komm her, Schaf. Komm mit. Hau es schön auf den Poppes. Genau.
Komm, das hat schon. Ach, das. Oh, und jetzt? Moment mal, jetzt drücke ich die F1. Nein, geht nicht. Kann ich nicht. In den Wagen rein. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es entweder sind das auch Quest-Gegenstände. Weltkarte. Dass du irgendwie entflohene Schafe oder sowas mal. Jetzt ist es weg. Handhabung. F1. Komm her, du Schaf. Kannst oh, Quest-Ziel erreicht. Du hast Quest-Ziel erreicht. Ja. Vom Töten der Vögel. Ja. Ich habe B erreicht und damit war es erreicht. Also. Ja, ich auch. Achso, okay, dann habe ich ja, oh, ja. Mehr als genug. Ja, das Schaf, das habe ich jetzt unterm Wagen gestellt. Oh Gott. Nicht drüber fahren? Ich schnack, zählt das Schaf aus. Guck mal. Ja. Ja, wenn ihr was dazu wisst zum Thema Schaf, wie man es verladen kann, mitnehmen kann, ja, wer weiß, vielleicht weiß ich schätze, das ja ist einer. Ein Quest-Gegenstand, oder? Dass wir jetzt gleich hier gesagt das bekommen, ich nicht. Das, ich sammel glaub, das verloren ist gegangene genau, Schafe ein. Nee, pass auf, das ist genau so ein Gegenstand wie hier so ein Mais oder sowas. Achso, dass du damit Schafe hüten kannst du dann, dass du es mitnimmst ja, und in so ein Gatter bringst oder so. Genau. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja. Oh, das wäre auch hier schön. Sind zwei Quests. Vor allem, weil du es einfach so nimmst, ne? Das finde ich so, ja, so cool. Lustig gemacht. Gib mir erstmal die Quest ab da oben, ne, bevor wir die andere annehmen, oder? Ja, also hier erstmal. Der ist abgeben. Was ist eigentlich, apropos abgeben, der hat hier den Löffel abgegeben hier unten, oder liegt die da nur? Die liegt nur, hat nicht den Löffel abgegeben. So. Vielen Dank für Speis und Trank, sagt er. So, ja, irgendwie. Ach, jetzt kriegen wir die Bienen killen. Ha, ha, ha. Na, supi. Ja, tödliche Winzbiene im Gang. Das da haben wir. Dann hat die noch eine Quest. Sagt er, was ist das jetzt? Okay. Und da hat er eine Kompensation. Könnt Hexe ihr beim Hof. Nimmst du die mit? Die Hexe, Moment, beim Hof? Hexe beim Hof. Ja, immer mit. Und von ihm könnten wir uns irgendwas ausleihen. Das ist, lassen wir aber so. Über ihr gibt es auch noch was. Ach nee, das ist ja die Quest, die im Gange ist. Genau, so. Und jetzt? Jetzt hat er eine Quest. Jetzt, wo man mit ihm geredet hat, hat er eine Quest. Nochmal mit ihm reden. Nochmal? Ja. Kurioser Kürbis kommt jetzt. Hab ich schon. Achso, die hast du schon. Nee, ich hab jetzt kuriose. Kürbis? Ja? Kurioser Kürbis. Und die Bienen. Tödliche Winzbiene. Und Enrico Macchini. Enrico Macchini. Und hier, das Kind hat eine Quest. What? Hier, das Kind, wo ich stehe. Wo bist du? Es rennt weg. Ah, ja. Es rennt weg. Fangt es ein. Es will wegrennen. Bleibst du hier. Du musst schnell drücken. Gib mir den Quest. Der Imker. Nee, der will nichts. Hat keine Quest. Ja, hier, das Kind. Das Kind hat eine Quest. Natürlich hat das eine Quest. Ja, jetzt. Cool. Zack. Sag nicht, dass ich keine Quest habe. Mach mich nicht verrückt. Hat keine Quest. Oh, guck mal, hier sind die Bienen. Wo ist hier? Hier direkt quasi. Die haben gesagt, ich soll das machen. Ich finde, das ist völlig logisch, dass man jetzt den ganzen Hof auseinander nimmt. Ob denen das so gefällt? Ja. Meinst du? Die haben doch drum gebeten. Ich weiß nicht, ob die unbedingt gewollt haben, die zahmen Bienen auseinanderzunehmen. Also, die haben gesagt, ich soll die Bienen hier wegmachen. Ja. Hm? Oh, wir müssen noch reichlich wegmachen. Nee, noch eine. Eine noch, ja. Eine. Okay, dann müssen wir gucken hier. Hier. Quest-Ziel erreicht. Hier stehen noch ein paar Ziegen. Tatsächlich, hier stehen Ziegen. Oh, hier kann man. Mal gucken. Oh, Dorfbewohner. Oh, was? Wie? Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Das, guck mal hier. Guck mal. Saustall hier. Können wir aufräumen. Hier stehen Ziegen. Was? Ziegen? Ziegen, ja. Und mal gucken, wenn man mit dem spricht. Dach. Weiter so, willkommen, Tritrolala. Tierhändler oder was ist das? Sagt jetzt, der sagt Shop. Shop hat er auch. Aber es ist ein Alchemietisch, kannst du hier kaufen, Notfallverbandskasten, haltloser Kristall, Öl, ja, Öl für Laternen. Verkaufen. Ja, man könnte so auch wieder was verkaufen, da hast du eigentlich gar nicht so Unrecht. Ja. Man, das hier verkaufen. Alles weg hier. Oder hier muss man. Alles weg, den Scheiße, da braucht kein Schwein.
So. Zack. Kürbisranke. Zack. Kann ich das irgendwie zum Anbauen nutzen? Kann gesammelt oder getauscht werden? Nö. Zack. Gott. Federn. Zack. Kann ich das hier ansammeln, anpflanzen? Auch nicht. Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal alles. Guter Angelhaken. Ah, geht bestimmt was. Ich werde mir ein Unkrautfeld anlegen. Fische auch verkauft? Nee, die habe ich noch im Kahn. Da werden die bestimmt gut. Wie? Warum? Ich dachte, die liegen in meinem Inventar. Nee, die liegen hier grau in meinem Inventar. Ja, dann kannst du es hier nicht verkaufen. Die müssen wir bei einem Handelswaren. Nee, bei so einem Händler. Es gibt so speziell für eben den Beruf des Händlers gibt es spezielle Märkte sozusagen, auf denen du das verkaufst. Ah, okay. Das war in Velia. Hätten wir da in der Tat machen können. Mein Geist nervt mich. Dich auch? Ja. Okay, dann hören wir mal. Ja. Dann, komm mal. So, Quest. Diener der Dunkelheit. Okay. Keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Es ist... Diener der Dunkelheit sucht Alustin beim Hof von Alejandro. Alustin, der war doch da hinter uns. Interessant. Na gut, komm. Ach, Augustin. Follow the indicator. Schlechtes Omen. Schlechtes Omen. Sollen wir uns das angucken? Weil das ist ein Videochen, oder nicht, oder doch? Nö, das hacken wir. Das machen wir, wie gesagt, hier. Ne? Hauptquest und so, Story, das okay. Gibt's im Let's Play. So, jetzt müssen wir noch mit dem reden. So. Don't be lazy when it comes to seeking out knowledge. Was denn jetzt? Achso, wieder mal was auswählen hier. Ich brauche ganz viele Tränke momentan. Das ist... Ich habe noch nicht einen Trank genommen, du? Irgendwann mal? Einen? Du, doch einen habe ich genommen. Okay, jetzt gibt's eine Quest. Verschwendete Kürbisse. Alles klar. Zack. Nehme ich an. Noch was? Oh, jetzt kommt wieder, der Geist. Klappert uns wieder die Ohren voll. Diese Kürbisse sollten nicht so aussehen. Okay, wir müssen Kürbisse töten. So. Enten. Erforscht Kürbisse am Hof von Alejandro. Tötet Kürbisgespenster. Wir müssen noch Bienenstöcke zerstören und Winzbienen. Ist ein Traum, ne? Warte mal, wir geben mal die eine Quest da vorne ab. Siehst du das, den roten Haken hier? Dass das schon mal weg ist. Dann haben wir mal ein bisschen Platz wieder. Beim Jungen hier ist das. Ja, genau. Bier. Okay. Achso, da müssen wir uns... Oh, Bier. Lecker. Ein Bier. Oh. Komm, ich nehme Bier. Feldsuppe, Backfisch, Fleischeintopf. Mein Magen sagt, ey, wohin des Weges? Bleib hier. So. Kleiner. Nein, nein. Was bringt denn mir Bier? Bier bringt mir zwei Arbeits... Bier bringt immer viel Freude. Arbeiterausdauer. Aha. Arbeiterausdauer. Oh, mein Geist nervt mich schon wieder. Dich auch? Nee. Moment. So, jetzt könnte er nerven. Jawohl, er nervt. Okay, zack. Dann komm mal. Komm mal. Okay. Es... Wähle eine Belohnung aus. Achso, war das schon alles? Ja. Ach, du hast Kürbisse zerhauen, oder wie? Nee. Wie? Warum haben wir dann diese Quest erfüllt? Und hier ist auch noch ein Quest, ne? Übrigens. Hilfe. Wenn der hier stehen bleibt. Wo, wer? Da stehen. Der hier gerade losgeht. Da war gerade ein Questzeichen dran. Wo, wer? Bleibst du stehen? Ich sehe gar keinen. Der geht hier zu seinem Kürbis. Jetzt. Da vorne ist einer. Hier, da. Ne? Ah, hier. Jetzt wieder weg, das Zeichen. Moment, ja, wenn er läuft, ist weg, ich glaube. Ist der Junge wieder. Ist der Junge? Nee, ist doch der Alte hier, oder nicht? Ich glaube, der läuft bei mir woanders als bei dir, kann das sein? Das kann sein. Ich habe jetzt eine Quest, die heißt Schwachstelle von Parasiten. Ich sehe sie nicht mehr. Eben ploppt es auf. Ja, jetzt sehe ich sie wieder. Moment, ich... Halt, wo? Wer? Schafsberg habe ich. Schafsberg? Schafsberg. Hier, hinten, beim Imker. Hier, irgendwie. Glaube ich, oder? Ja. Lange mit ihm reden über irgendwas und dann auf einmal kam Schafsberg. Die Quest habe ich. Quest.
Denk nicht mal dran, sagst Schafsberg, du hier der hier steht. Ich weiß nicht, siehst du einen beim Esel hier stehen? Das hier, ist so ein hier, Typ, hier. Typ mit, so einer Kappe, mit so einer komischen Kappe, der watschelt hier rum, nennt sich Dorfbewohner. Nein. Hat so eine komische Kappe auf und so einen Rucksack mit, weiß ich nicht was drin. Fischen. Nee, was ist das? Was ist denn da hinten drin? Doch Fische, glaube ich. Läuft hier so rum, hat so einen Rucksack, so eine Art Rucksack, so einen Beutel, so einen offenen. Ja, habe ihn gefunden. Okay. Ich habe mir natürlich völlig woanders. Ja, es ist doof. Aber wo war jetzt die, bei wem war die Quest mit dem anderen? Wie erfinde ich, bei dem Jungen wieder, der Junge. Der Junge, der Kleine, der hier rumwuselte. Ja. Und dahin. Ja, wie immer, er wuselt halt hier rum. Vor lauter Kutsche. Hier ist ein Kind. Das ist aber nicht, oder? Also... Es gestaltet sich etwas. Vor allem, weil hier stehen 35 Kutschen und so und 20.000 Pferde, inklusive unserer. Mal voll über das beschweren, was die anderen auch machen, ne? Was wir selbst auch machen, meine ich. Ich passe, also ich finde kein Kind mit Quest. Ich sehe auch kein Quest-Symbol mehr hier. Was ist denn jetzt? Der ist doch da hier, also vorhin ist er hier hin und her gewetzt. Ja, ich glaube, ich sehe ihn auch. Ich glaube, ich hatte wenn er stehen bleibt, kannst du ihn auch ansprechen. Ne? Ja, ich weiß. Ich hier weiß. Steht er bei mir. Bei mir steht er hier. Ja, das ist schön. Nee, bei mir nicht. Ja, ich hatte eben schon mit Kind gesprochen. Ich glaube auch, dass er das gewesen war, nur er hatte nichts. Ja, was hast du denn jetzt? Ich habe halt Enrico Mancini, ja, genau. Hauptmann. Die tödliche Windspiene. Dann kurioser Kürbis. Ja. Verschwendete Kürbisse. Korrekt. Und Schwachstelle von Parasitenbiene. Nee, ich habe noch den Schafsberg. Achso, kann ich hier vielleicht noch scrollen? Das auch noch. Naja. Naja, den Schafsberg habe ich auch noch, natürlich. Okay, also bis auf die Parasitenbienen-Schwachstellen oder wie das Ding hieß, da habe ich alles. Ja, die gab es halt von dem Jungen. Ja, das ist wohl wahr. Egal. Dann okay. Ne, kannst du so entweder machen oder abbestellen. Kürbisse gibt's hier. Aber ich würde sagen, dass... Auf jeden Fall würde ich sagen, genau. Oh, ich habe schon einen an der Backe. Ich bin gleich... Moment, Sekunde, ich komme wieder. Ich mache nichts. Ich habe nur 20 Kürbisse an der Backe. So, die können hoffentlich nicht kleckern, klettern, die Kürbisse. Ja, guck doch mal aufs Feld. Siehst du nicht, was da ankommt? Ja, ich sehe. Oh, doch, die... Doch, Moment, doch, ich muss noch... Die müssen wir noch erledigen. Ah, die halten ein bisschen was aus. Das ist interessant. So. So, Ruhe ist. Ruhe ist. Gut. Sehr gut. Dann schnell wieder über die Mauer fliehen. Ab in die Bienen. Ich stelle mich hier zu dem Großen. Zu dem Riesen-Inka. So machen wir das. Der wird wohl freundlich sein. Ach ja. Der Inka ist doch immer nett. Ja. Ne? Vor allem, weil wir eben gerade die ganzen Bienenstöcke zermöbelt haben vorhin. Ja. Könnte ja, bestimmt total nett sein. Ja, ja. Das war unser Auftrag. Aber soll mir nicht auf den Kopf hauen, nein. Okay. Ja dann. Sagen Sie mir am Ende, ne? Wir sind sowas von am Ende. Ja, total am Ende. Deswegen machen wir jetzt eine Pause. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Abonniere. Tschüss.